ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich wieder ein super leckeres Süßspeiserezept für euch und zeige euch die Zutaten dazu. Zuerst habe ich einen Zuckersirup vorbereitet. Dafür habe ich 500 ml Wasser zum Kochen gebracht und 500 Gramm Zucker hineingegeben und habe ein bisschen Zitronensäure hineingegeben und ein paar Tropfen Zitrone. Dann wird das einfach so ungefähr 40 Minuten gekocht und auskühlen lassen. Dann habe ich ein bisschen Butter hineingegeben und fertig ist der Zuckersirup. Für den Teig brauchen wir ein Glas Mehl, ein Glas Grieß. Meine Gläser nehmen 200 ml Flüssigkeit auf, 3 Esslöffel Zucker, ein Päckchen Backpulver, 1 Esslöffel Natron. Dann brauchen wir so ungefähr 700 ml Wasser. Ich werde erstmal Natron mit 200 ml Wasser vermischen und beiseite stellen. Jetzt gebe ich alle Zutaten in die Rührschüssel hinein und werde das mit einem Mixer schlagen. Ich habe das jetzt nochmal mit einem Handmixer püriert, damit das Ganze schön miteinander binden kann und lasse das so ungefähr 20 bis 30 Minuten ruhen. Dann wird das dickflüssiger. Anschließend werde ich dann das Wasser mit dem Natron noch hineingeben, noch einmal mixen, dann können wir anfangen zu backen. Jetzt gebe ich das Wasser mit dem Natron hinein und vermische das noch einmal. Und lasse das nochmal so ungefähr 15 Minuten ruhen. So, jetzt ist das ja richtig flüssig. Wenn ich das jetzt so ungefähr 15 Minuten ruhen lasse, dann wird das dickflüssiger. In der Zwischenzeit werde ich die Füllung vorbereiten. Dafür brauchen wir 400 ml Milch, 200 ml Sahne, ein Päckchen Vanillezucker, 3 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Grieß und 3 Esslöffel Speisestärke. Das Ganze werde ich jetzt in einen Topf hineingeben, vermischen und einmal aufkochen. Ich decke das jetzt mit Frischhaltefolie ab, damit es keine Haut bildet und werde mich jetzt um den Teig kümmern. Also ihr müsst das so backen, dass die Bläschen zu sehen sind und dass die unten schön braun werden. Die werden nur von einer Seite gebacken und dann auf mittlere Hitze. Also ihr müsst hier die Bläschen sehen, dann könnt ihr die abnehmen. Aber die müssen dann auch unten schön gebacken sein. Ich habe schon mal soweit alles gebacken und wie ihr sehen konntet, habe ich das mit einem Tuch abgedeckt, damit sie mir nicht austrocknen. Jetzt werde ich die erstmal füllen und zwar nehme ich dafür ein Stück ab und dadurch, dass sie ja nur auf eine Seite gebacken sind, kann man die auch schön miteinander kleben. Ich nehme jetzt ein Stück ab und gebe Füllung darüber, also ihr könnt reichlich Füllung hineingeben und dann könnt ihr hier unten anfangen, die Seiten zu schließen, sodass die Füllung von oben zu sehen ist. Dann könnt ihr noch ein bisschen Füllung geben.
So müssen sie dann aussehen. Ich habe alles soweit vorbereitet, die Seiten in gehackte Pistazien gewälzt und den Zuckersirup darüber gegeben. Leider hat meine Kamera hier gestreikt und ich konnte euch das alles nicht zeigen. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.